unsere Spinnen. Spinnen. Und wir hauen auch ganz schön zu. Du läufst, du läufst ja über die Wiese oder beziehungsweise die meisten sind ja im Schneegebiet. Ja. Und durch die Erde unter dich zusammen und dann kommen da immer so 6-7 Spinnen raus. Die machen dir richtig Schaden. Und vor allen Dingen, du bist zweimal getroffen, bist du infiziert. Ja. Okay. Die richtig ans Leben. Wenn du da nicht schnell genug irgendwie zuschlagen tust, weil die wimmeln um dich rum, bist du tot. Wie heißt die Mod denn? Das ist die Oblivion. Oblivion. Warte mal, Spinnen war da auch bei den anderen Mod da. Wie hieß die noch? Aber die Mod an sich, die ist richtig gut. Also die macht auch Spaß. Wie hieß die andere Mod noch, wo du auch wieder Hühner halten konntest und Karnickel und so ein Mist? Die hast du auch mal genannt. Ja, warte mal, das kann ich dir sogar fast schon gleich. Und da waren aber auch Spinnen, glaube ich. Ja, ach, wie hieß das? Ja, das sind ja große und kleine Spinnen, die da rumlaufen. Ja, genau. Ja, fällt mir gerade nicht ein. Aber du weißt, ne? Also, ja. Ich komme ja auch nicht drauf jetzt. Also ich weiß auch nicht, wie die heißt. Aber wir haben ja schon wirklich einige Dinge durchgezockt, beziehungsweise angezockt auch. Das ist bisher meiner Meinung nach keine so gut wie diese. Okay. Das Dumme ist ja, wir kriegen die nicht auf dem Server rauf. Das ist natürlich schade. Ich weiß. Ich hätte die gerne mit euch zusammen gespielt und dann schön auf dem Server. Aber wir kriegen die nicht rauf. Ja, das hatten wir ja schon mal durchgesprochen. Aber wenn es nicht geht, so in der Richtung, dann ist es halt ein bisschen blöd, ne? Nee, genau. Aber trotzdem sagen wir doch mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Zobok, mit dabei ist der Schlumpfine und der Ruhr, die Besten der Besten natürlich. Hallo. Hallöle. Und hallo Tor 7, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Und nochmal ein Hallo. Mann, das geht doch hier rauf und runter. Das ist ja, ne? So. Was halt bei dieser anderen Mod nochmal ganz kurz darauf zurückgekommen ist, bei der Oblivion Mod. Ja. Du hast unheimlich viele Möglichkeiten, Sachen zu bauen. Ja. Ja. Du hast andere Werkbänke nochmal. Du hast eine Chemiefabrik, die du auch nochmal aufwerten kannst, upgraden kannst. Klon-Dinge kannst du machen, also Klon-Station. Wo du kannst deine Zombies klonen, die können dir dann helfen bei der Zombie-Nacht. Nee. Doch, ja. du kannst dir dann die in die Ecke stellen, irgendwo hin, und entweder bleiben sie dann da stehen oder sie lässt sie patrouillieren. Was ich aber nicht mehr mache, weil er hat nämlich das letzte Mal desertiert. Der ist desertiert. Desertiert. Wunderbar, sowas braucht man auch. Ja, gell? Das sind Feiglinge gewesen. Egal, auf jeden Fall. Aber ich habe die dann einfach so in unsere Hütte dann an jeder Ecke am Stein hingestellt. Mhm. Die haben dann hier uns mitbeschützt. Genial. Ja. Außer, was ich natürlich nicht gemacht habe, das waren die, oder nicht wollte, das waren die, wie heißen sie nochmal? Die Panzerfaustaffen. Weil die haben, wenn die was gesehen haben, haben die wie wild um sich rumgeschossen und haben auch deine Geräte oder dich kaputt gemacht, wenn du nicht aufgepasst hast. Ach super, braucht man auch gar nicht. Ja, hast dann eine voll Löcher im Acker gehabt. Das war dann auch nicht so gut. Tor 7 schreibt gerade, super, meinst du Darkness Falls mit den Spinnen? Nee, das ist nicht. Nee. Das ist nicht die Mod. Ich meine eine andere, aber ich komme da nicht drauf. Mir liegt das aber zwungen, aber ich komme da nicht drauf jetzt. Ja. Ich weiß nicht, wie die hieß. Das war ganz berühmter Name eigentlich. Alle kannten die. Ich kann jetzt auch gerade nicht nachgucken. Nee, kann ich. Warte mal. Kein Stress. Also ist nicht so ist gravierend wichtig. Nö, ich bin ja eh gerade hier unten im Löchlein. Hüpfe gerade hier von einem Monitor auf den anderen. Incoming enemies, prepare for conflict. Das müsste doch dann. Lounger. Geh auf. Lass dich wieder befreien hier. Was auch ein Augenblick, bis der abgeht. Denn da kannst du auch Hühner halten. Tor 7 schreibt gerade. Ja, das ist richtig. Das war eine Mod. Da konntest du Hühner halten, Karnickel halten. Das haben wir nämlich auch mal gespielt, auch mal getestet. Da haben wir Karnickel gehalten. Das Schlimme fand ich immer, wenn du die Karnickel umbringst. Die schreien wie die Irren. Das fand ich mir so furchtbar. Hier, sag mal, gab es ein Update, du? Wieso? Ich weiß nicht, alle Särge sehen total anders aus. Es gibt permanent ganz kleine Upgrades. Hast du das noch nicht mitbekommen? Doch schon, aber jetzt, dass da irgendwas Besonderes mal war oder so, habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Weil alle Särge sehen anders aus. Das sind nicht mehr diese einfachen Kisten, sondern jetzt richtig Särge. Also. Das sind dauernd solche kleinen Dinge, wo dann hier gemacht werden. Ach, halt, stopp. Da ist ja... geh auf. So, wo bist du?
Die Exitus Darkness Falls. Nein, 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 nein. Ja, wie hieß die noch? Ich komme da nicht drauf. Ich komme da verflucht mal nicht drauf. Böser Vanilla. Ravenhorst. War das die Ravenhorst? Ich glaube, Ravenhorst war das. Ich glaube, das war die Ravenhorst, ja. Weil es gibt ja noch hier die Exodus, aber die ist ja absolut nicht mehr, was man war. Dann die Darkness Falls. Die habe ich letztens auch noch kurz gespielt, aber. Schmackssache. Ja, aber ich glaube, das wäre die Ravenhorst gewesen. Ich glaube, das war die Ravenhorst. Ich bin mir ziemlich sicher, das war sie. Genau. Ravenhorst. Das war einer von den ersten auch so, die da so rauskam, die auch mega populär war. Und die hatte auch, wie gesagt, diese Spinnengeschichten und so was. Ja. Das war da auch mit drin. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern, wie du die damals gezockt hattest hier. Das war schon nicht begehrt. Die ist schon cool gewesen. Ja. Also die ist gut. Aber ich glaube, da ist. Im Moment machen die gar nicht mehr so viel an der Mod. Nee. Das mag sein. Habe ich das Licht ausgemacht? Warum ist es so dunkel bei mir? Ich bin überlastet. Was? Genau, wie denn? Fake News. Fake News. Das kann auch raus hier. Das kann auch weg. Wo ist denn hier ein Ausgang? Noch ein Stück. Also geht doch. Na, jetzt kommen sie alle. Gut, dass hier keiner reinblumscht. Und das können wir auch gleich mal. So, jetzt machen wir mal das Tor hier auf. My senses have picked up something. Zum Glück habe ich mein Bot mit, sage ich schon, hier, meine Drohne. Ja gut, hast du dein Motorrad, oder? Ja, habe ich auch, ne? Aber die sagt mir hier, dass gerade da ihr Sinne sagen, da ist hier was los und das habe ich schon selber festgestellt. Also das muss ich mir gar nicht sagen. Genau. Sieht doch gar nicht an, ne? Das ist nur so eine Trantüte. So, da oben ist ein Safe. Natürlich habe ich keine Dietrich hier mit. Natürlich nicht. Das mit den Dietrichen ist hier bei dem, bei der Oblivion auch anders da geregelt. Du kannst mit den Dietrichen hast du irgendwie so zwei Stück in der Hand. Du musst da mit der Leertaste oder der Maus ein bisschen rumzubbeln. Das ist natürlich auch sehr cool. Ja. Also Schlumpfine kriegst du, glaube ich, nicht so gut hin. Was denn? Die Saves bei uns in der Oblivion. Mit den Dietrichen. Na, komm her. Das ist nicht so deins gewesen. Na, wie gesagt, wenn das mal klappen könnte, dass das auf dem Server läuft, dann müssen wir mal so ein bisschen diese Mods mal abfarmen. Ich sag ja, die Oblivion finde ich klasse. Lass ja. Spielen. Ich habe sie jetzt so ziemlich alle schon probiert, aber irgendwie gehen sie irgendwie nicht so ganz an mich. Außer die Oblivion, wie gesagt. Die Extreme, wo wir da mal auch gerne gezockt hatten, die hat ja da auch abgebaut, weil die haben sich ja getrennt. Aha. Die übrig geblieben sind, die haben dann versucht, das Ding am Leben zu halten, aber derjenige, der halt die ganzen Figuren auch da drinnen hergestellt hat, irgendwie Geräusche und so weiter, der ist halt weg und haben sie alles auch davon weg. Ja, das ist natürlich klar, das ist natürlich doof dann. Ne? Weil das ist wirklich recht langweilig. Ja, das ist ärgerlich, ne? Das ist wirklich ärgerlich, sowas. Bin das denn daran schuld? Ja, die war eigentlich auch nicht schlecht. Die hat auch Spaß gemacht. Ja. Also, wie gesagt, wenn du natürlich nicht mehr spielen kannst, dann ist natürlich doof. Ja, das ist ärgerlich, ne? Warte mal. War hier drüben noch was? Ich glaube nicht, ne? Nee, war nichts mehr. Gut. So. Ja, komm, spiel den nicht mehr. 17:43 Uhr, nur mal so zur Info. Ich bin ja auch schon unterwegs. Wieder zurück. Ich muss was saufen. Ich war in der Wüste. Wegen ein bisschen Ölschiefer noch holen. Wegen Spritti. Ja, Spritti vor allen Dingen. Denkt daran, was zu trinken. Ja. Durst habe ich keinen, nur Hunger. Wie immer. Ja, also. Jo. Nicht unbedingt was Neues. Nee, eben. Nicht so wirklich.
Na, komm mal her. Ist doch gut, komm. War doch auf den Weg, Mensch. Ist nicht schön, aber er ist wahr. Hallo, lieber Berglöwe. Nur guten Tag. Ja. Schüttel dir mal die Pranke, ne? Genau. Schüttel mal die Flosse. Oh. Wie sieht es denn dann eigentlich aus mit dem Urlaub? Nächste Donnerstag? Ach, das ist bestimmt. Weil da bin ich, glaube ich, nicht da. Nee. Bitte? Also nächste Woche wäre ich noch da. Ja, ich aber leider nicht. Nee, gut, wie gesagt, dann machen wir halt eben, wir können auch ruhig nur eine Sommerpause, ne? Ist ja auch nur nicht das Krisenproblem. Nö. Weil ist ja eh YouTube sowieso Flaute, da ist sowieso nicht viel los. Nee, Sommerferien ist so und so tot. Ja eben, das ist sowieso, dann machen wir halt eben ein bisschen Pause. Das ist ja nicht das Problem. Dann haben wir die nächsten 2-3 Wochen ist Pause, ne? Ja, weil wie gesagt, ich bin nächste Woche nicht, also nächste Woche könnte ich noch, aber dann die Woche drauf könnte ich nicht. Da könnte ich wieder. Ja, guck mal, und dann die Woche drauf ist, bin ich wieder da, ne? Ja, dann ist, ja, weil, ja, ich habe hier nur 14 Tage. Oh. Und die erste Woche jetzt, am 12., wie gesagt, dann bin ich weg, aber nur für eine Woche. Ja. Und dann bin ich wieder hier eine Woche und mache nur hier so kurz. Wie gesagt, dann machen wir die nächsten 14 Tage, ist dann erstmal... Dicht im Schach. Ja, genau. Ne? Machen wir ein Päuschen. Da muss dann auch mal ne, Zeit für eine Pause sein. Muss ja auch mal sein. Genau. Jetzt buddelt hier alle na, Särge aus. Da ist nur Müll drin. Du bleibst eine Woche dann da, oder was? Wie gesagt, wir sind 4 Tage Paris und 4 Tage London, ne? Also ist 8 Tage. Ja. Oh, ja? Doch. Geh nicht mit. Ich mache hier einen griechischen Wein. Griechischer Wein. Oh, auch ganz wichtig. Na, was meint denn hier? Warst du schon in Griechenland? Griechenland, nee. Noch nicht, aber das wird sicherlich noch kommen. Ja, wie gesagt, bei mir ist es jetzt soweit. Deswegen. Incoming enemies, prepare for conflict. Ich habe auch das Glück, mehr oder weniger, von meiner Schwester Bekannte, die haben da drüben wohl ein Haus. Das ist mein Vorteil, sowas. Das ist mein extremer genial. Vorteil. Ich habe da sowieso immer so ein Glück. Wie gesagt, wir kennen auch nur Leute, die haben in der Türkei haben die auch so ein Apartment. Mhm. Ja. Aber Türkei ist nicht so das Ding, wo ich sagen würde, jetzt ich will da unbedingt hin. Also ich weiß in nicht, Türkei kenne ich auch einige, aber ich krieg's irgendwie nicht in die Türkei. Nee, ich weiß auch nicht so richtig. Für mich ist da nichts Interessantes. Nee. Ganz ehrlich. Nee, also wie gesagt, das Ding da mit Miami zum Beispiel, das finde ich sehr interessant. Da habe ich schon echt Bock drauf. Ja klar, dann geht's los. Ja, aber das ist ja nur auch nicht um die Ecke, ne? Auch wenn das nur der Flug ist, aber der Flug ist ja auch, kostet ja auch ein bisschen, ne? Ja. Und wenn man schon dahin ist, dann muss man schon gerne, also 14 Tage muss man schon gerne darüber. Damit man was davon hat, ne? Das ist es ja. Was davon haben willst du ja auch. So ist es nämlich. Wenn ihr überlegt mal, USA darüber fliegen, das sind. Wie lange fliegt man da? Keine Ahnung, 17 Stunden oder was ist das? Kommt drauf an. Also wenn du hier direkt jetzt hier in New York, ist ja direkt vor der Haustür, aber wenn du über die ganze USA fliegen musst, dann bist du schon mit deinen 17, 18 Stunden dabei. Ich wollte gerade sagen, also du musst ja, wie gesagt, in Miami, was ist das? Ja, das ist ein Flugplatz, ne? Miami hat einen Flugplatz, sag ich. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen. Aber da musst du ja schon gerne hin. Irgendwie da, ne? Ja, gut. Und da ist auf jeden Fall kein Direktflug. Das wird nichts werden. Du hast garantiert... Keine Ahnung, Boston oder New York halt eben, ne? Was ist denn noch? Also sonst weiß ich jetzt nicht. Ja, also wenn du hier New York oder so, dann ist aber keine 17. Oh, was ist das hier? Noch? Eine Treppe runter. Wie gesagt, du kennst dich damit aus, ich kenne mich ja nicht aus, ne? Also du kannst mir gerne auch deine Punkte geben, also das macht auch nichts. Ganz ehrlich, haben mich schon einige drauf angesprochen.
Weil ich die ja meistens ganz nutze, großartig, aber ich, du kannst es nicht. Nee, das kannst du nicht, ich weiß. Du kannst sie nicht verschenken. Ich kenne nämlich auch, jemanden, der ist Vielflieger, ne? Der fliegt viel durch die Gegend und der sammelt auch diese Punkte an. Er sagt selber, das ist alles eine Geschäftsfliegerei, ne? Das bezahlt die Firma. Ja. Und er würde auch gerne die Dinger abgeben, das kann er nicht. Er muss sie selber verbrauchen irgendwie. Das ist bei mir genau das Gleiche. Das läuft alles auf meinen Namen und ich muss das auch dementsprechend selber nutzen. Ja, das ist nämlich das, was dabei ist. Nee, ist auch kein Problem, also das ist nicht das, aber wie gesagt, ist er doch nicht... Es kostet doch eine kleine Stange, ne? Ja. Aber wenn du musst es einmal so sehen, deswegen, meine Schwester kriegt mich ja auch immer wieder, obwohl die es genau weiß. Na, weil die sagt dann auch immer, das sind 25%, wo sie weniger zahlen muss. Mhm. Das ist schon, wenn du eine längere Flugstrecke hast, eine teure, dann ist das schon, ne? Schon gar keine schlechte Idee, 25% weniger zu bezahlen. Das ist richtig. Aber auf dem anderen Ende, gut, wenn du jetzt da eine Wohnung hast, ne, die du kostenlos nutzen kannst, ne, dann ist das nicht ganz so schlimm. Das stimmt. Dann kannst du sagen, ach, weißt du was, dann gibst du lieber da, keine Ahnung, 400-500 Euro mehr aus für den Flug. Ich weiß nicht, was der kostet, da ein Euro jetzt unbedingt. Dann machst du das halt eben. Das ist wohl wahr. Ne? Das wird ja nur auch nicht billiger. Das wird eher teurer. Ja. Zu fliegen. Das ne? ist das. Ich habe halt, wie gesagt, bei vielen Destinationen habe ich halt das Glück, dadurch, dass ich halt viele Leute kenne und dann noch die Flugzeuge. Mhm. Dann lohnt sich das auch. Deswegen bin ich auch gerne unterwegs. Wie gesagt, wir haben unsere Tickets auch gleich gekauft, wie wir, bevor das mit dem großen Benzinkampf und hast nicht gesehen, losging. Ja. Und da haben wir vielleicht jetzt nochmal alles genießen, bevor alles noch teurer ist, ne? Ja, eben, aber die können ja das nicht, die können ja nicht nachfordern, sozusagen. Du hast bezahlt dafür und das muss so laufen, leider, wie es ist. Auch wenn es jetzt zum Beispiel der Fluggesellschaft wehtut. Das ist kein Quatsch. Fluggesellschaften, ich sage jetzt mal keinen Namen hier, weil wir hier noch am Fliegen sind, mehr oder weniger. Die versuchen das aber tatsächlich noch im Nachhinein zu fordern. Ja, sagen, genau. Das war beim Abschluss, der Reise vorhersehbar, diese extremen Preiserhöhungen, bla bla bla. Habe ich tatsächlich schon gelesen bei uns. Ja, das stimmt, das habe ich auch schon gehört, aber das ist nicht zulässig. Nein, die versuchen es aber, alle versuchen. Ne? Natürlich, die versuchen irgendwie da eine Lücke zu finden, aber da ist, ist nicht. Wenn du da, wenn du dann sagst, na gut, dann beweisen wir halt den sauren Apfel, dann hast du schon verloren. Wie du schon eben am Anfang schon gesagt hast, du hast das Ding gebucht für Summe X und dann bleibt es normalerweise auch dabei. Eben, einmal abgeschlossen ist das so. Das ist nicht bei uns ja genauso, weil wenn wir jetzt hier Häuser verkaufen und sowas, ne? Du kannst das nicht weitergeben. Du kannst die Preiserhöhung ja nicht nachhinein weitergeben. Nein. Weißt du, der Vertrag ist abgeschlossen und fertig ist die Laube. Da kannst du nichts mehr machen. Da musst du halt eben so, leider so schlimm wie es ist, ne? Da kannst du nichts nachfordern. Nichts, keine Chance. Na, das haben ja auch die Gerichte schon gesagt. Du musst immer eine gewisse Sache einkalkulieren. Richtig, das Risiko ist immer da. Im Nachhinein auch nicht sagen, im Endeffekt ist es dann irgendwann doch nochmal teurer geworden. Mhm. Damit muss jede Fluggesellschaft oder Reisebüro halt rechnen. Jede Firma. Jede Firma muss damit zurechtkommen, das ist nun mal so. Ja, eben. Ne, du kannst nicht nachfordern und das funktioniert einfach nicht. Richtig. Auch wenn viele jetzt sagen, das kriegen wir schon irgendwie, ne? Du musst nochmal nachfordern, weil, aber das ist nicht rechtens, das ist nicht in Ordnung. Nein, es ist auch nicht. Ne, viele bezahlen das dann halt eben, dann ist das eben so. Aber nee, das ist nicht das, was ich gesagt habe am Anfang, ne? Also sonst ist der Motto, dann beißen wir halt den sauren Apfel und machen es halt, ne? Aber das ist ein Fehler. Hier ist mal eine Kirsche. Ach, das ist ja auch nochmal. Wo sind wir denn? Da oben ist zu Hause. Oh, wie soll ich da denn hinkommen? Mein Navi ist defekt. Der Navi ist im Arsch. Wenn das soweit ist, ne, dann ist aber wirklich schlecht. Nee. Ach, hier stimmt viel. Ich habe hier Pilze gefunden. 24 Stück. Pilze! Wenn du die roh isst, dann hast du gleich so, siehst du so bunte Farben und so. Kommt durch die Pilze heute an, glaube ich. Ja.
Da musst du Bob fragen. Bob kennt sich damit aus. Bob? Bob, ja. Bob Marley. Ach ja, nicht Ach so. Der Baumeister. Nee, nicht der Baumeister. Nee, er nicht. Ja, wenn ich so manchmal sehe, was der da für ein Zeug fasselt in den Kindersendungen, bin ich mir da nicht so sicher. Weißt du was? Einige dieser Sachen, die müssen verboten werden. Die müssen echt verboten werden. Ach komm, es gibt nichts Schlimmeres wie Teletubbies. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Was für Dinger? Teletubbies? Ja. Die müssen schon längst verboten sein. Ich weiß gar nicht, wer so ein Mist, also ich weiß das nicht. Das war Volksverdummung à excellence. Also das ist unglaublich. Hoch 12, das ist absolut, ne? Ja. Wer so ein, also ich weiß nicht, aber ich hab's nämlich, früher meine Kinder waren ganz scharf da drauf. Ja, alle. Alter, ich kriegte die gar nicht weg von dem Dreck. Nö, ich will so eine Puppe haben. Nix. So ein Scheiß kommt man hin. Da kannst du ja nichts mehr machen. Was willst du da machen? Du kannst ja nicht sagen, nö, gibt's nicht. Und alle haben hier die. Ah, stirbt die blöde Hund. Wolf. So. Oh, 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 oh. 5% Leben. Ja, okay. War aber so. Die Kinder fanden das cool. Ja, ja. Das war ja auch wirklich dieses Kindergesappel, war das ja auch noch. Ja, klar. Das, weil die lernen da ja so noch nicht mal ein Biebs draus. Weißt du was? Ich hab Löwenzahn geliebt. Ich hab Löwenzahn geliebt. Hoch und runter. Das war noch was für den Kopf oder hier, wie heißt das? Sendung mit der Maus. Sowas. Ja. Die haben doch vernünftig geredet. Du kannst auch was lernen draus. Löwenzahn kenne ich auch jede Folge. Mhm. Da habe ich auch jede Folge gesehen. Alles. Peter lustig. Gott, oh Gott. Ja. Das neue, allerdings muss ich ganz klar sagen, das neue, nö. Ja. Ist nicht mehr meins. Nee, aber ich, die alten Folgen waren so cool. Ja, jetzt ja. Habe ich durch Zufall, habe ich das mal, habe ich da, ich glaube auf YouTube was gefunden. Da hat er auch alle Folgen drauf. Alter, ja. Dann habe ich mir nochmal so richtig zurück in die Vergangenheit, so richtig nochmal, oh, das war cool. Löwenzahn Classics nennt sich das. Ja, herrlich, ne? Ist das nicht herrlich? Ja, das ist wunderbar. Ach, ich weiß nicht. Solche Sachen. Das war noch wenig. Ne? Oh, ganz, egal wie er selber als Person war. Ne? Das kann man ja nicht, also okay. Vielleicht war er nicht ganz so korrekt mit einigen Sachen. Naja, gut. Es wurde ihm halt einiges unterstellt. Es wurden einige Sachen unterstellt. Nein, hat sich rausgestellt, dass das alles gar nicht bestimmt war. Natürlich. Und das ist bei vielen Leuten so gewesen. Ja. Das ist das Schlimme, weißt du? Da haben die mit Kindern zu tun und machen so tolle Sendungen und wirklich Spaß. Und dann kriegst du halt im Nachhinein zu wissen, ja, wer hat so das und das und das und das gemacht. Ja. Und dann denkst du, was ist denn hier los? In der Regel war dann rausgefunden, dass es nicht mal ansatzweise gestimmt hat. Nee, eben. Weißt du, und das macht dann so eine Karriere total im Arsch. Ist kaputt, ne? Ja, dann wird aber das Leben richtig durchversaut, ne? Richtig. So eine Karriere ist fertig, ne? Ja. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Es wurde ja teilweise von Leuten dann in die Welt gesetzt, die also ihn damit ja auch erpressen wollten. Wegen der Kohle halt auch, ne? Ja. Mhm. Ja, das ist richtig. Also, da sind meine Pfeile denn da? Manche Leute so geldgeil sind. Es ist furchtbar. Aber was willst du machen? Ja, nix. Aber der hat sich ja selber auch gar keinen riesen Kopf gemacht, weil er hat ja auch selber immer gesagt, die Wahrheit wird es irgendwann richten. Ja, aber das hat ja trotzdem irgendwo einen Knick gegeben bei ihm, ne? Weil das ja sowas von aufgepusht worden ist. Das wurde so dermaßen nach oben gedreht. Vor allen Dingen von einer gewissen Zeitung, dessen Name die jetzt nicht mehr erwähnen werden. Bildzeitung, sag raus, Bildzeitung, immer voll das rausgekramt. Sprich doch nur aus, was du denkst. Das dürfen die ruhig gerne wissen. Die können mir auch gerne was anhängen. Das macht gar nichts. Das macht überhaupt nichts. Die können mich ruhig verklagen. Das ist überhaupt kein Problem. So ein Schnottverein, also ganz schlimm. Ganz sag es frei übel. Raus, immer, ne, immer raus mit dem Kram. Ganz übel. Ach, ist das herrlich, nein. Wenn es im flachen Draht steht. Die machen die machen aus einer Mücke Elefanten, das können sie super. Ja, das können sie absolut gut. Ne, also, keine Ahnung, wenn irgendwo zu viel in irgendeinem Mineralwasser zu viel Brause drin ist, dann ist das gleich hochexplosiv und das ist dann sowieso eine Schlagzeile. Ja, das geht gleich rein, ne? Nicht trinken könnte lebensgefährlich sein. Genau, da kannst du platzen. Und ich frage mich immer noch,
die so viel Zeitung verkaufen können. Wenn du dann Leute fragst, liest du das? Nein. Genau, richtig. Genau. Frag mal 100 Leute. Nicht einer liest das. Ja. Also, aber es werden aber Millionen Dinge verkauft. Genau, ich frage mich immer, was für Leute kaufen die Dinger oder schmeißen sie die weg, so wie bei Atari mit den Spielen? Also ich bin immer noch bei der Toilettenpapier-Version. Also, das ist nett. Ja, genau, also das verstehe ich aber auch nicht. Wenn jedes Mal so eine Krise ist, dann wird Toilettenpapier gekauft. Warum kaufen sie nicht die Bildzeitung? Komm mal her. Ja, als auch Toilettenpapierersatz. Ja, genau. Das geht ja gar nicht. Nee, eben. Das ist mein Buddeloch. Ich glaube, da haben wir den Markt entdeckt. Ja. Ich glaube, wir müssen anfangen und sagen, hier, wir wischen uns mit der Bild den Arsch ab. Okay, ein bisschen hart jetzt. Ich würde auch sagen, die Folge ist auch zu Ende. Wir waren wirklich genug, also wir haben wirklich da rumgehackt auf der Verein. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Dann sagen wir doch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüssi. Ciao. Tschüssi. Und seid nicht beleidigt, Bild-Zeitung. Ihr kommt auch in der nächsten Folge da dran. Keine Angst.